Was soll das bedeuten? So, ist es Zeit zum Winterschlaf. Das ist jetzt der dritte. Ich habe die zwei schon, also sie haben schon draußen sich tief gegraben in der Erde und haben schon da geschlafen. Jetzt habe ich sie geweckt. Draußen ist jetzt zu kalt. Jetzt gehen wir raus zu unserer Hühnerstall. Tschüss, Vicky, komm schon. Die anderen zwei sind schon da. Moment, Anita, ich muss schon, warte schnell. Jetzt bin ich ganz so ganz süß. Wir haben drei Stück. Die haben wir seit sicher 7-8 Jahren. Sind etwa so alt auch. Griechische Schildkröten. Und die drei haben wir immer wieder zusammenbekommen. Immer wieder ist eine abgehauen. Wir haben einen verloren. Und jetzt haben wir einen super Graben. Jetzt können sie nicht mehr raus. Jetzt haben wir so einen großen Wahlgrab rundherum, wie bei der Brüher, wo sie sich gewehrt haben gegen Feinde. Jetzt sind sie nie mehr abgehauen. Vorher sind sie dann abgehauen und irgendwo in diesem Landwies sind sie dann gewesen. Ich habe viele Schweißtropfen und viel gesucht nach dem. So, jetzt bin ich glücklich. Verrückt, he? Und schnell Ruhe raus. Und jetzt wird sie überwintern. Also die Schildkröten, die schlafen ja. Die Bären und Igel im Winter. Und haben so 8 Grad. Viele haben sie in Kühlschränke. Und wir haben so ein kleines Kühlschrank. Jetzt können sie bei den Hühnern sein. Kaninchen, das wird lustig. Mal gucken, wo die anderen zwei schon sind. Ganz viele Blätter und Züge, jetzt können sie ein bisschen tiefer runtergraben. Hey! Habt ihr lustig da drin, he? Gemütlich! Zwei Kaninchen, drei Hühner und zwei Schildkröten. Jetzt kommt der dritte. Tschüss! Einen alten Apfel habe ich auch. Ja. Die Wiese ist so süß. Oh, jetzt ist er schon runtergeflogen. Oh. So, du hast jetzt auch eine. Ja, da ein bisschen weiter rein, dass es da. So, jetzt kann der Hagebutter da essen. Ja, muss man nicht mehr mit dir kuscheln. Ganz süße drei Hühner. Wir haben den ganzen Sommer, den ganzen Frühling und sonst auch im Winter haben wir jeden Tag drei Eier gehabt. Wir haben das so. Sind gut. Versorgt mit Verkuchen, Omelette und sonst was ich alles gemacht habe. Wir haben viel Eier gegessen. Noch nie in meinem Leben habe ich so viel Eier gegessen. Tschüss! Alle sind zufrieden und die schlafen. Tschüss! So, draußen ist jetzt so kalt. Ei haben wir schon abgeholt, zwei haben jetzt eine Pause, die haben sehr viel Pferde verloren, wieder aber bekommen. Und jetzt kommt die dritte Schildkröte und jetzt suche ich mal die anderen. Ah, da ist eine. Und da ist die zweite. Guck mal, da sind deine Kumpels. Da sind die Kumpels. Ja, da sind die Kumpels. Alle drei. Da ist schon ein bisschen da. Ist gar nicht so viel graben. Ah, ist schon geholfen da, he? Kannst noch weit tiefer, wenn du willst. So, die sind toll da überdecken. Und sie gut schlafen, he?
Wir holen für den Frühling, können sie wieder raus und dann werden wir noch ein größeren, werden wir rundherum das ganze Haus, werden wir dann für die Schildkröten einen Garten bauen, freuen uns. Okay, tschüss. Kack, kack, so, jetzt hole ich etwas Gutes für euch, Schnüffi. Ja? Schnüffi und Wiesli. Ich habe da Hagebutter, ich wollte Hagebuttercreme machen, aber die sind mir so alt geworden. Leider. Ich bin zu spät gekommen. Nächstes Jahr dann. Also, Rüebli für Schnüffi. Und Gutzli. Hä? Gutzli, Kaka. Hätte ich so gern. Ja, ja, Kaka. Hätte so gern Gutzli. Und, du kriegst ein Gutzli, wenn du willst. Ja, ja, Wiesli hat auch gerne Gutzli. Und die verdürfen die Alte. Die da, hä, die da. Der hat ganz viel C-Vitamin, hä? Sieht aber gut aus, hä? Muss ein Foto machen, schnell. Tschüss. So, jetzt gehen wir da in den Hühnerstall. Hühnerhaus. So, habt ihr gemütlich. Jetzt kommt der dritte neue Bewohner. Und sie Grüezi sagen. Ich glaube, ihr habt nur Freude, wenn ich etwas bringe. He? Gutzli oder so. He? Gell? Nicht hacken. Kennt das eben gut. Die anderen sind schon verschwunden. Sind schon irgendwo tief drin. Irgendwo. Dann ich habe auch Heizkörper, dass es da 10 Grad immer ist. Das brauchen die Hühner. Und jetzt habe ich Schildkröten und Kaninchen. Habt ihr schön, hä? Ja, ja, ich habe schon etwas mitgenommen für euch. Okay, bis später. Tschüss, Schildkröten, schlaf gut. Schlaf gut.